Mein Name ist Beat Hechler, ich leite das Alpine Museum und ich bin auch Ausstellungsmacher und bin jetzt seit 30 Jahren in dieser Branche tätig, aber habe das Gefühl, dass ich im Moment am langwierigsten, herausforderndsten, schwierigsten Projekt arbeite, das ich schon je immer vorgenommen habe. Korea-Ausstellung, wie der Titel sagt, Let's Talk About Mountains. Das spielt ein bisschen darauf an, wir reden nicht über Tragödien, wir reden nicht über Kim, wir reden nicht über Menschenrechtssituation als erstes, sondern wir reden mal über die 25 Millionen Menschen, die in diesem Land leben. Und wir picken uns ein paar raus. Wir haben 40 Interviews geführt. Und wir möchten eigentlich herausfinden, wie der Bezug ist von den Nordkoreanerinnen und Nordkoreanern zu ihren Bergen, was sie ihnen bedeuten. Die Situation ist gar nicht so anders, so sonst, was jetzt das Projekt angeht, weil eigentlich meine Gegenüber zum Teil an sehr unterschiedlichen Orten sind. Also der Ausstellungsgestalter in Luzern, der manchmal auch da ist, der Filmemacher in Berlin. Ich habe regelmäßig Kontakt, gerade gestern wieder mit Nordkorea, mit Pyongyang. Auf verschiedenen Ebenen sind wir dran und man darf es fast nicht sagen, aber weil jetzt das Museum zu ist und es im Moment da sonst ruhig ist, wir kein Publikum da haben, komme ich eigentlich im Moment fast besser zum Arbeiten, als wenn das Publikum da wäre. Natürlich wünschte ich mir, dass das Publikum da wäre. Gerade das Nordkorea-Projekt wird etwas sein, das zu vielen Gesprächen wird Anlass geben wird. Ich denke, es werden nicht alle gleicher Meinung sein, aber ich glaube, das ist auch die Aufgabe des Museums, Themen zu spielen, die zu reden geben, die vielleicht auch provozieren, die zum Nachdenken geben. Und das Museum ist ein Ort, wo das passieren soll. Und ja, auf das freue ich mich. Ich bin gerne da. Erstens, weil es natürlich einfach, es ist ein wunderschönes Büro. Man kann sich so ein bisschen ausbreiten. Und bei mir daheim sind wir im Moment das vierte und davon sind mindestens zwei im Homeoffice daheim. Also ich genieße es fast ein bisschen, auch im Büro, quasi in den eigenen vier Wänden sozusagen, zu arbeiten. Veranstaltungen fallen weg. Und das ist etwas, was ich gerne, wenn es irgendwie geht, auch besuchen, auch die im eigenen Haus und selbstverständlich auch andere Veranstaltungen, ins Kino zu gehen, andere Vernissagen, Konzerte, das fällt im Moment völlig. Und das merke ich, dass ich jetzt so in einer grossen Regelmäßigkeit daheim bin und auch zur Zeit daheim komme, wo man auf die Abendsonne geniessen kann. Und das ist auf eine Art schön. Fast ein bisschen ein Pensionistenleben und auf der anderen Seite auch seltsam. Eine Erkenntnis, die mir die jetzige Situation bringt, ist, dass weniger wirklich mehr sein kann. Also, dass, wenn ich meine Agenda anschaue, dass ich vielleicht zum Schluss komme, dass vielleicht auch eine künftige Agenda vielleicht ein bisschen freier sein sollte, um mehr, eigentlich mehr die Zeit so einzuteilen, wie ich selber finde, dass ich sie eigentlich brauchen muss. Dass es vielleicht ein bisschen ich fallen ein bisschen weniger braucht.